Es geht weiter mit Let's Play Sonic Lost World. Und ja, die Zettis haben wir nun alle besiegt. Doch dann kam raus, als wir die Maschine abschalten wollten, dass Eggman überlebt hat und seine Abwesenheit für seinen eigenen Plan benutzt hat und nun einen mächtigen Roboter hat, den er mit der Energie nun benutzt hat. Und diesen müssen wir nun aufhalten. Genau, Lava Mountain Zone 4. Diese Zone ist nur der Bosskampf. Aber ich finde diesen Bosskampf richtig episch. Das ist auch auf jeden Fall der beste im ganzen Spiel, wie ich finde. Ich mag den und ich habe gerade den Ringdorf verpasst. Der hat gute Attacken, wie ich finde. Ist auch nicht ganz so leicht, den auszuweichen, vor allem später. Und die Musik ist der beste Soundtrack in diesem Spiel. Ich habe ja nämlich, also wie ich finde, ich habe ja davon gelabert, so, ja, die Zeti-Kampfmusik am Ende, die ist auf Platz 2 bei mir, die andere auf Platz 3, diesen Grinding-Level. Aber Platz 1 ist diese hier. Ich glaube, ich werde die auch ein bisschen lauter stellen während, ja, während der Aufnahme, dass man die auch genauer hört, warum ich die so cool finde. Und der Kampf an sich, den kann ich auch gut leiden. Ich werde den aber auch ein bisschen langsamer machen, weil man kann den auch ziemlich schnell besiegen. Das will ich aber nicht. Weil der Part wird wahrscheinlich auch nur sehr kurz sein. Oh, und hört jetzt diese epische Violine. Ja, das war, ich bin mal ein bisschen ruhiger. Das war so ein bisschen so auf euch wirken. Oh, jetzt hat Eggman seine zweite Phase erreicht. Das sieht man auch schon an seinem Auge, wo der Effekt ziemlich cool inszeniert wurde, wie ich finde. Und jetzt geht er ab. Die erste Phase war echt nur Aufwärmung, aber jetzt rastet er aus. Und oh! Aber ich liebe diesen Kampf einfach. Und er ist auch ein bisschen angelehnt an den Endkampf aus Sonic Colors, glaube ich, weil er auch ziemlich ähnlich abläuft. Ups. Aber trotzdem finde ich ihn cool. Naja, ich muss sagen, ich hätte mir natürlich auch noch so ein Super Sonic-Finale gewünscht. Das gibt es hier leider nicht. Super Sonic ist zwar spielbar, aber es gibt leider nicht so ein episches Super Sonic-Finale. Das wäre natürlich der Knaller noch. Und naja, er ist auch schon down. Cooler Kampf, ein bisschen kurz, aber ich mag diesen Endkampf auf jeden Fall. Und naja, das war auch schon alles an Gameplay-Material, was man wahrscheinlich in diesem Part sieht. Naja, gucken wir uns doch das Ending an. Du weißt, dass du nicht auf Dr. Eggman angewiesen warst, oder? Ich hätte das Ding auch selbst ausschalten können. Tut mir echt leid, Tails. Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Schon okay. Oh, und hier ist was, das noch nicht mal Dr. Eggman geschafft hat. Ich habe seine Maschine umprogrammiert, damit sie der Welt die gestohlene Energie zurückgibt. Nimm das, Dr. Eggman! Wart's nur ab, Sonic! Ich suche mir eine neue Muschel und dann gehören die Zetti wieder mir! Nur mache ich sie nächstes Mal stärker! Komisch. Warum funktioniert mein Jetpack nicht? Vielleicht, weil ich mir den Auspuffschlauch geborgt habe. Sonic! Hier hast du deine Energie zurück, Welt. Wohlbekommst! Der Frühling ist dieses Jahr früh dran. Dank dir und Tails. Ich hätte das ja schneller hinbekommen, aber was soll man machen? Nach so einem Tag wie heute könnte ich ein Nickerchen im frischen grünen Gras vertragen. Ja, und damit haben wir nun die Story von Sonic Lost World abgeschlossen. Und naja, wie ich das ja immer so mache bei den Credits, gibt es nochmal so ein kleines Fazit.
Und zwar, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, das Spiel. Es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, sich das zu holen und auch zu zocken und so. Die Level finde ich richtig gut durchdacht. Also, viele Level stechen auch so ein bisschen voraus und haben so eigene Ideen. Und auch der Schwierigkeitsgrad ist wirklich perfekt eigentlich. Also das Level-Design an sich ist nicht unfair und auch nicht zu leicht. Also, es ist wirklich so, wie es sein sollte. Ich bin so ein bisschen skillig rübergekommen, weil ich das eben kurz vor dem Let's Play auch schon einmal komplett durchgezockt habe. Und ja, auch die Story, die fand ich auch sehr cool eigentlich gemacht jetzt. Also auch für ein Sonic-Spiel, wo Story jetzt vor allem bei den neueren Spielen jetzt nicht so an vorderster Stelle stand. Fand ich trotzdem gut inszeniert eigentlich. Auch, dass Eggman nochmal am Ende zurückkommt, nochmal so ein... Ja, dass Eggman dann auch der Endboss ist, das erwartet man vielleicht auch nicht sofort. Und ja, na gut. Was auf jeden Fall ist, wo ich ja schon das ganze Let's Play über gemeckert habe, ist eben die Steuerung. Ich verstehe da manche Sachen nicht. Und zwar, man wollte Sonic wirklich viele Fähigkeiten geben. Man wollte ihnen vieles machen können. Aber man hat es so beschissen auf die Tasten gelegt, dass dann halt der manchmal irgendwas Falsches macht und so. Dann springt er zum Beispiel, dann hat er zum Beispiel mal einen langen Sprung nach links oder er klettert dann eine Wand hoch, obwohl man das gar nicht will und so. Und das ist dann mal ziemlich doof gemacht. Und dabei hat die Wii U doch so viele mehr Tasten. Zum Beispiel die zwei Schiebepads, die wurden zwar benutzt, aber es wurde zum Beispiel das Steuerkreuz, das wurde gar nicht benutzt zum Beispiel. Das hätte man ja auch noch für irgendwas ja belegen können. So Sachen meine ich jetzt, oder weiß ich. Oder ist irgendwie, dass man das vielleicht so irgendwie programmiert, dass das irgendwie besser unterschieden wird einfach. Aber sonst, vom Umfang her ist das ein bisschen kurz, aber da muss ich auch noch zu sagen, das Spiel, das habe ich für 25 Euro bekommen. Das kriegt man auch eine Zeit lang noch so im Laden, zumindest im Mediamarkt. Ups, Schleichwerbung. Aber auf jeden Fall, man kriegt es auch, man kann es ziemlich billig mittlerweile bekommen. Und für 25 Euro ist dieses Spiel völlig in Ordnung. Da lohnt es sich absolut. Das ist echt schon fast geschenkt eigentlich auch. Also es lohnt sich echt, das Spiel auch zu zocken und zu kaufen. Wer eben die 100% will, der hat dann noch Spaß daran, die roten Ringe zu sammeln, auch wenn manche wirklich unfair versteckt sind. Und wir sind auch noch nicht ganz fertig, denn es gibt noch eine Bonuswelt. Die habe ich jetzt eher geheim gehalten. Denn jetzt nun, da wir die Story abgeschlossen haben, gibt es noch vier zusätzliche Level, die auch nochmal ein bisschen schwieriger sind und auch noch so ein paar Ideen nochmal zeigen, die das Spiel noch so hat. Und die gucken wir uns dann auch ab dem nächsten Part noch an. Und es gibt noch die zwei DLCs, die man sich jederzeit umsonst noch mit runterladen kann. Man kann sich also das Spiel holen und die zwei DLCs direkt mit runterladen. Und das alles machen wir auch noch. Und ja, da haben wir mal wieder Sega. Und kommt noch was? Ja, nochmal Sega. Ja, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich dazu sagen konnte. Aber insgesamt ein cooles Spiel auf jeden Fall. Also nicht, es wird zwar unterschätzt, aber es ist sehr gut. Wurde aber auch Zeit. Holt mich hier raus. Boss, dein Gesicht. Ja, dein Gesicht. Schön, dein Gesicht zu sehen. Boss, dein Gesicht. Er ist ein wenig schmutzig. Ich wische es dir ab. Ach, ihr Komiker. Lasst uns hier abhauen, bevor mein Tag noch mieser wird. Warum können wir ihm das mit seinem Schnurrbart nicht sagen? Wir warten lieber, bis er unsere Köpfe wieder trennt. Dann kannst du es ihm sagen und das ganze Loop einstecken. Super, danke! Was ist mit meinem Schnurrbart? Ja, echt episch gemacht. Okay, ja, wie gesagt, der Part wird ein bisschen kürzer sein, das habe ich ja schon angekündigt. Und ja, hier haben wir nun die geheime Welt noch. Um die kümmern wir uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, dass ich dann auch bis dahin dann noch in der fünften Welt, da gibt es nämlich nur ein Bonuslevel, dass ich das dann auch noch freigeschaltet habe. Und naja, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Level noch zu machen. Das wird auch noch ein paar Parts füllen, also das Let's Play ist noch nicht beendet. Nur die Story, die ist schon fertig. Und naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ihr könnt ja auch schreiben, wie euch das Spiel und die Story und alles da so gefallen hat. Und naja, ansonsten würde ich dann mal sagen, bis dann!